So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und was steht jetzt an? Genau, morgen das Event quasi, wo ihr einen kostenlosen Skin bekommen könnt. Wir gehen auch direkt in den Shop, keine Panik, ich will es nur gerade nochmal allen sagen. Hier seht ihr gerade Solo Hype, Solo Cup mit Geldpreisen. Da seht ihr den Cup nicht. Was müsst ihr tun, um reinzukommen? Genau, ihr müsst auf Südostasien umstellen. Warte mal, nee, nicht Südostasien. Quatsch, Ozeanien umstellen. Oder eben auf die Asien-Surfer. Und dann bekommt ihr eben das neue Event. Ist eigentlich ganz simpel. Ich habe dazu auch extra ein Video gemacht. Guckt einfach das Video von gestern Abend. Ich werde morgen früh um 9 Uhr auch live sein. Und werde natürlich an dem Turnier teilnehmen. Will natürlich auch den Skin haben, die Spitzhacke haben. Und die Lackierung und natürlich auch die ganzen Sprays. Also schaut da auf jeden Fall mal das letzte Video von mir an. Ich werde es euch einfach nur empfehlen können, weil ihr bekommt halt logischerweise kostenlosen Skin. Wer will keinen kostenlosen Skin haben? So, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Aber ihr wisst ja, ich muss wie immer meinen lieben Abonnenten wirklich danken. Nämlich Taya für 3,49 Euro gestern Abend. Ne, gestern Mittag war das. Dann TL Kuma, erstmal herzlich willkommen in der Familie. Und danke für deine 2,29 Euro. Und Phantom Pro ist wieder zurück in der Familie, also ist Mitglied wieder geworden. Jetzt schon bereits im zweiten Monat. Gruß geht auch an dich raus. So, dann gehen wir mal rein in den Shop und gucken einfach mal, was uns da erwartet. Nämlich ein neuer Skin. Ein 800 V-Bucks Skin. Ich bin gerade überlegen, hatte ich den überhaupt bei den Leaks mit drin? Der kommt mir gerade so unbekannt vor. Aber für 800 V-Bucks würde ich sagen, ist okay. Für 800 V-Bucks im Prinzip zwei verschiedene Skins. Klar, der Stil ist ein bisschen anders. Aber für 800 V-Bucks kann man da wirklich überhaupt nichts sagen. So, was haben wir noch drin? Totenschütze. Den Skin feiere ich auch so. Ohne Quatsch, wenn ich den immer sehe, denke ich mir immer, warum habe ich mir nicht den gekauft und nicht stattdessen. Warte, wo ist er? Das ist wirklich der Fehlkauf schlechthin gewesen. Den Skin. Ich feiere den irgendwie überhaupt nicht. Aber hab gedacht, ach komm, gönn dir mal, aber ich würde am liebsten umtauschen. Aber habe schon zu oft falsch gedrückt, von daher ist da nichts mehr mit umtauschen. So, dazu gibt es natürlich dann noch die Werkzeugeffekt, jetzt wenn man liest und redet. Die Spektralsense natürlich noch mit dem Ton. Die Sense und der Skin sind schon nice. Also ohne Quatsch, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Auch wenn ich ihn selber nicht habe, dazu noch natürlich Welle des Todes. Die Tarnung ist natürlich auch. Also die Tarnung schmeckt. Die hat definitiv was Nices. Gerade gucken, wie sie auf dem anderen. Doch, doch, die schmeckt. Die ist gut. Oha. Oha. Aber denkt dran, ihr wisst ja, gebt nicht zu viel Geld aus für Fortnite, denn ihr bekommt nichts außer in Anführungszeichen andere Skins. Ihr habt keinen Spielvorteil, nichts. So, aber wenn ihr euch was kauft, wie gesagt, gerne meinen Creator-Code eintragen, yt-family, guckt einfach nach, ob er drin ist. Wird mich natürlich gerne unterstützen, also ihr könnt mich damit gerne unterstützen. Ich bekomme ja einen kleinen Anteil davon ab, also in dem Sinne yt-family und annehmen. So, was haben wir wieder noch drin? Da ist einmal der Stechrochen da, den hatten wir ja gestern schon drin. Ja, er ist okay, aber der Kopf, warum ist der so lang gezogen? Das sieht einfach irgendwie richtig seltsam aus. Aber wie immer, alles Geschmackssache, man kennt es. Dann haben wir Seeigel. Ah, ist okay. Aber doch, die ist wirklich okay. So, des Weiteren. Dynamo ist wieder zurück. Nämlich der weibliche Wrestler-Skin. Da muss ich sagen, der ist anscheinend bei euch ziemlich beliebt, muss ich sagen. Weil gerade bei den Custom Games habe ich den wirklich ziemlich oft gesehen. Also nicht nur von einer Person, sondern von mehreren. Also der ist wirklich so schon fast im Kopf reingebrannt. So, Matchball haben wir wieder drin. Erstmal danke an den, der mir geschenkt hat. Grüße gehen raus. Ich bin mir nicht sicher, wer es war. Also entschuldigt mich schon mal jetzt dafür, dass ich mir wirklich nicht merke, von wem der ist. Er könnte von Raptor sein, bin mir aber nicht sicher. Kann auch von Zampal sein. Sorry, Bros. So, des Weiteren beschlagene Hacke. Mit der kleinen Hundeleine. Aber der Ton ist nice. So, dann Ruf zur Schlacht. Auch da nochmal danke. Ich sag ja, euer Support ist echt so heftig. Wir haben in Anführungszeichen so wenig Abonnenten, aber euer Support ist echt krank. So, dann haben wir Träumerfüße.
Was dazu folgt, ist klar. Ich werde wieder ein extra Video dazu machen. Warum mache ich das? Genau für kleine YouTuber, die kostenlose Musik suchen. Da habt ihr sie. Ich werde aber noch ein extra Video machen. Also in dem Sinne, kurz Geduld haben, wird auch noch heute kommen. Also in dem Sinne, einfach abwarten. Dann dieses Emote, verstehe ich nicht. Warum kriegen wir jetzt, nachdem die Winterzeit rum ist, Weihnachten ist rum, alles ist rum, warum kommt jetzt ein Schneeballgedöns? Der Schnee ist weg, ist vorbei. Wir wollen Frühling haben. Also das ist, nee, das verstehe ich wirklich nicht. So, dann gehen wir mal rüber zur Football Area. Nämlich einmal, wie ich schon gestern erklärt, ihr könnt hier die Nummer ändern von dem Skin. In allen Nummern von 0 bis 99 und natürlich alle NFL-Teams. Ich muss gerade überlegen, weil ich habe mit Football wirklich gar nichts zu tun. Also hier habt ihr wirklich die freie Auswahl, was das betrifft. Das müssten die mal bitte für die Bundesliga machen. Ich wäre sehr dankbar. So, dasselbe gilt natürlich. Achso, doch, wir haben ja verschiedene Stile, ich wollte gerade sagen. Also verschiedene Skins auch noch. Wenn ihr eher lieber einen weißen, hellen, dunklen spielen wollt, könnt ihr da natürlich auch noch auswählen. Dasselbe ist natürlich nochmal da. Nämlich bei der männlichen Variante. Warte mal, hier, das sind einfach nur die vier Skins. Gell? Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe, weil ich kenne mich. Ne, ihr habt halt wirklich nur die vier Skins. Und da könnt ihr halt noch Trikot ändern, die Nummer ändern. Also ist schon nice, muss ich echt sagen. Aber von hinten sehen die gefühlt alle gleich aus. Ist leider so. Dann haben wir das Fußballtor wieder drin, als Spitzhacke. Ja, im Prinzip ist dasselbe drin wie gestern. Dann haben wir die Messhacke wieder drin. Ich verstehe es immer noch nicht. Messhacke. Was ist, wo, was wird denn da gemessen? Ich bin in Football so lost. Keine Ahnung. Dann die Pfeifenkriegerin. Also der Skin ist auch nice. Für 800 V-Bucks kann man nichts sagen. Aber ihr wisst ja, ich weiß nicht, auf was ich spare, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nein, kauft ihr nicht so viele 800 V-Bucks Skins. Auch wenn sie dir gefallen, ich will nicht wissen, wie ihr euch fühlt. Also, boah, man könnte gefühlt jeden Skin kaufen. Aber der ist definitiv auch zu gebrauchen. Das hatten wir schon. So, dann haben wir den Touchdown-Tanz. Die Augen sind echt der Hammer. Wie auf Drogen, ey. So, und dann haben wir noch Freemix. Oha. Die Musik ist so krank. So, und dann haben wir ja wieder Touchdown drin. Nice, OG-Kleider. OG ist immer gut. Dann nichts da. Erstmal danke dafür. Dann haben wir natürlich noch Timeout. Auch danke dafür. Ich sage, ich bekomme von euch so viel geschenkt, man schämt sich schon fast dafür. Und wir haben goldener Football wieder mit drin. Oha, der Ton ist nice. So, dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem kleinen, aber großen Skin-Shop. Und da würde ich erstmal sagen, bevor wir rübergehen zu Rettet in die Welt, muss ich natürlich wieder denen auf Wiedersehen sagen, die nur wegen dem Shop hier da sind. Wir gehen jetzt schnell rüber zu Rettet die Welt. Also, wer dabei sein will, jetzt sind wir richtig. Ich hoffe mal, ich kriege heute wieder mal eine V-Bucks-Aufgabe. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, weil ihr seht, ich bin ziemlich lange noch wach geblieben. Was heißt wach geblieben? Bis 1. V-Bucks-Missionen. So, finden wir was, finden wir was, finden wir was. Und wir haben heute wieder nichts. Das kann doch nicht sein, dass sie uns so im Stich lassen. Nee, nee, nee. Jetzt haben wir auf einmal dann wieder in der letzten Woche mal gerade lächerliche 40 V-Bucks bekommen von Fortnite. Also das ist echt schon ein bisschen mau langsam. Gerade zum Wochenende, wo die Leute mehr Zeit haben, da können sie auch eigentlich viel mehr machen. So, gleich mal ein paar Lamis öffnen. So, was haben wir hier noch? Heute sind drin. Oh, es gibt kostenlose Lamas. Kostenlose Lamas sind immer gut. Ja. Ja. Schleuderaffe, du tust mir jetzt schon leid. Oh, ist mir eigentlich egal, wer.
Nein, nur ein Held. Eieiei, ich dachte schon. So. Und. Nein, kein goldenes. So kann ein normales Lama aussehen. Dann gibt es das Superhelden-Lama. Das ist doch die Jet, oder? Na, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Dafür bin ich nicht gut genug. So, dann haben wir hier schnell noch die zwei Upgrade-Lamas, aber da ist nicht viel drin. Zack, 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 das geht ganz schnell. Aber ist nicht schlimm, wir brauchen eh Überlebende. Ich habe nämlich keine Handbücher mehr. Noch ein Überlebende, kommt. Überlebende. Nein, ich brauche Überlebende. So, dann holen wir gerade noch das Mondlama mit. Überlebende. Noch mehr Überlebende. Ich brauche Überlebende, keine Skizzen. Mann. Ich brauche doch Überlebende. So, gerade noch das aus dem normalen Ultimate Edition. Und. Ja. Oh. Das war heute aber nicht so mein Tag, würde ich sagen. So, wie ihr wisst ja. Oha, die Saar ist da. Da ist er ja schon. Jetzt schon da? Oha, die schmeckt. Was kann die? Blablabla, Boni. Geschwule pro Sekunde. Die pro Sekunde 26 Grundregeneration. Aha. Komm, 10 LS, 30 Sekunden. Blablabla. Okay, ja. Muss man sich trotzdem gönnen, ihr kennt mich. Ich will jeden Helden haben, nicht dass irgendwann mal mir wieder einer fehlt, man kennt es. Ne, sonst war nichts neu, weil wir haben ja noch keine neue Season, von daher leider sonst nichts Neues. Hier sind die Deckenstapel drin. Ne, hier hat sich auch noch nichts getan. Oh, ich habe ihn noch gar nicht zuschlagen, muss gleich direkt machen. Aber würde ich sagen, war es das jetzt schon mit dem Shop, wie gesagt. Denkt dran, morgen früh um 9 Uhr spielt halt wirklich rettet die Fortnite Battle Royale. Macht bei dem Turnier mit, so habt ihr halt die Chance, noch einen Skin mitzuholen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.